Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und spricht wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich schon auf meinen Hordenschar hier auf Blackmore gelockt, denn es gibt hier das ein oder andere Teil, was ich mir mal kaufen möchte. Ich habe mir auch ein bisschen Gold rüber geschickt. Wir haben jetzt 800k auf dem Char, den ich mir von den anderen rüber geschickt habe, denn letztes Mal hatten wir auch schon einiges ausgegeben. Blackmore scheint ein ganz guter Server zu sein, tatsächlich. Und hier habe ich gesehen, dass ein, zwei Sachen drin sind, die ich ganz gerne haben möchte. Unter anderem, hier ist ein Fisch drin, der kostet 150k. Vor 2 Tagen, wo ich ihn schon mal kaufen wollte, hat der Typ ihn für 200k drin gehabt. Er ist schon ein bisschen runtergegangen. Und ich habe mir mal angeguckt, wie lange es dauern würde, ihn zu fangen. Das ist eine ätzende Geschichte. Also ich werde ihn sicher nicht selber angeln. Deswegen werden wir den jetzt kaufen. Auch wenn 150k für so einen dummen Fisch eigentlich... Also, das passt ins Konzept hier, es ist gewastet, aber ich will ihn halt für Transmog haben und ich angle ihn mir sicher nicht selber, ja. Da kannst du Jahre angeln. Ich habe schon den Angelhut auf der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel geangelt und da habe ich bestimmt auch schon 6, 7 Stunden lang geangelt und da könnte er auch droppen und währenddessen ist er nicht gedroppt, ja. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie lange es dauern kann, bis er dann droppen wird. Also, den wollen wir uns auf jeden Fall holen. Hier die Gamaschen sind aus, Antorus, dem brennenden Thron, Normal müssten die hier sein. Die werde ich mir auch kaufen, weil da Transmog zu farmen ist absolut ätzend. Und dann spiele ich noch ein bisschen mit dem Gedanken, hier mir die Inji-Brillen zu holen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, weil ich die eigentlich mit dem Main nicht tragen kann. Dann kaufe ich mir die, ja, nein. Ich dachte mir, 35k, die kann ich mir eigentlich herstellen. Dann habe ich geguckt, ich könnte mir die mit einem Char of Lothar herstellen. Da habe ich die Rezepte, aber nur die Plattenvariante. Und dann kostet aber ein Erz da 500 Gold und dann würden die Kosten explodieren. Auf dem Server würde ich zwar das Erz günstig kaufen können, da müsste ich aber wieder 10.000 Inji-Quests machen, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich für 30k das auch noch kaufen. Was ich mir schon geholt habe, ist das Deckmatrosenhemd. Das war das letzte Item. Warte mal, wir können mal auf meinen Main switchen. Wenn wir hier reinschauen, ach, wir müssen es debuggen. Wir müssen es debuggen. Das Deckmatrosenhemd war das letzte Item, was mir in Classic gefehlt hat, hier in den Außenbereichen. Und das habe ich jetzt zum Glück bekommen. Das hat mir ein Viewer gegeben für 50k, was ein sehr günstiger Preis ist. Deckmatrosenhemd ist normalerweise wesentlich teurer. Also das habe ich vorgeschlagen, 50k. Bin ich gut weggekommen. Da nochmal Grüße raus. Danke für den günstigen Verkauf. Und jetzt, ja, würde man sagen, starten wir rein. Ich kaufe mir jetzt das erste Mal hier diese Gamaschen. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass das wirklich nicht die falschen sind, weil das buggt ein bisschen. Deswegen poste ich die nochmal im Chat. Okay, es scheinen die richtigen zu sein. Dann kaufen wir uns die mal. Es fighten gerade 2 Katzen vor meinem Fenster. Interessant. Okay, gut. Lassen wir uns dadurch nicht stören. Da haben wir die Hosen. Das sind doch die heroischen Hosen, ne? Okay, also die lernen wir schon mal. Das waren jetzt die ersten 58.000, 59.000. Wie gesagt, 50k habe ich schon ausgegeben für das Deckmatrosenhemd. Dann gucken wir mal weiter, was wir da noch so haben. Also den Fisch hier, wie gesagt. Obwohl, da kann ich auf drauf bieten, ne? Ah. Nicht, dass mir den jemand wegkauft. Wie lange ist denn das noch drin? Lange. Lange heißt 2 bis 12 Stunden, ne? Hat er. Warte mal, da hat aber. Oder wenn ich jetzt da drauf bieten würde. Ah, scheiße. Wisst ihr, was ich mache? Ich biete da jetzt drauf, ja, weil ich spare mir da 100, fast 100k, ne, 90k würde ich mir halt sparen. Ich biete da jetzt einfach drauf, auf Risiko, ja, und ich schreibe euch dann in die Kommentare, ob ich es gewonnen habe, ja oder nein. Okay, gut, egal. Also da sparen wir uns jetzt schon mal was, da bieten wir jetzt mal drauf. Dann kaufen wir uns jetzt hier dieses Kack-Inji-Ding, was sowas von overpriced ist. Ja, das könnte ich mir günstiger selber herstellen, aber ich habe einfach keinen Bock, das Zeug hier wieder, die Quest zu machen mit meinem Inji-Char. Deswegen kaufe ich mir das jetzt. Jetzt muss ich bloß gucken, ob das unterschiedliche Transmogs sind von dem Helm. Nee, sind es nicht. Okay. Also, das haben wir einmal. Dann können wir den gleich wieder verkaufen. Seht ihr, durch das Inji, durch die Inji, durch den Inji-Hut sind jetzt einige Items hier raus. Die andere Hose wäre auch drin, ne? Das wäre die andere Hose. Übelst teuer. Ah, warte mal. Nee, ist es vielleicht auch die hier? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das ist die Normalhose, ne? Die Normalhose.
Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja die HC-Hose jetzt. Jetzt müssen wir mal reinschauen. Ich bin jetzt extra auf dem Main wieder hier rüber geswitcht, dass ich es ein bisschen besser sehe, weil mit dem wird alles richtig angezeigt. Ah ja, okay, ich brauche jetzt die Schultern aus dem HC noch. Und aus dem Normal brauche ich quasi die Schultern und die Hosen. Was brauche ich aus dem LFR? Ne, aus dem LFR. Ach, das sind wir auch fertig. Na, das hat man das letzte Mal gekauft. Ne? Also ich habe jetzt noch drei Teile, die ich hier aus Antorus brauche. Und ich glaube, ein Teil wäre es theoretisch noch hier aus Nyalota. Und zwar die mythische Schildhand, aber. Warte. Ist die drin? Bei einer Stunde? Warte mal. Ja, gut, aber für 180k, ne? Das. Die wird schon noch runtergehen, die Scheiß-Schildhand. Ich hoffe es zumindest. So ganz am Ende vom Content. Also 40k hatte ich sie instant gekauft, ne? Aber halt nicht für 180.000 Gold. Schau mal, hier ist der Fisch halt für 860.000 drin, ne? Das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Ach so, und was ich auch nochmal nachgucken wollte, wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind, machen wir das mal alles zu. Es gibt nämlich einen Fisch, der wird nicht angezeigt. Und zwar der hier, weil das kein Transmog-Item ist, sondern das ist so ein Special-Item. Also das kannst du zwar anlegen, ist halt auch eine Waffe. Aber, das ist, naja gut, hier ist es nicht drin, aber es wird nicht als Transmog gewertet, also du kannst es nie als Transmog lernen, das ist ein bisschen dumm gemacht. Okay, hier wäre halt drin 400k, ich könnte draufbieten für 338.000, okay, das machen wir nicht. Was haben wir denn jetzt ausgegeben? Wir haben jetzt 151.000 ausgegeben, plus die 50k aufs Hemd, ne? Ich würd sagen, wir lassen es dabei bewenden. Ich bin ein bisschen überlegen, hier gibt es noch ein paar Items, ne, auf die ich theoretisch mitbieten könnte, beziehungsweise mir kaufen könnte, die rausgepatcht sind, ne? Also die es nicht mehr im Spiel gibt. Ihr seht hier, dass das Item vom Spiel entfernt wurde. Bei den Items weiß ich aber halt nicht, wie ich da preislich so ganz rangehen soll. Manche Sachen sind auch vielleicht falsch getaggt, das weiß ich nicht, das müsst ihr mir nochmal erkundigen. Bei den Items, wo ich jetzt mitgeboten habe, weiß ich, wo man sie herkriegt und was sie so im Schnitt wert sind, weil ich da halt ein bisschen gucke. So, den Fisch hier, ne, da habe ich drauf geboten. Ich schreib's euch dann mitten in die Kommentare, ob ich es gewonnen habe. Irgendwann, morgen müsste ich es ja dann wissen, ja, ob ich der glückliche Gewinner eines Fisches bin. Wenn das Video jetzt hier nicht, also es müsste morgen, ja stimmt, es kommt morgen raus, wenn das quasi nicht ablaufen würde, bevor das Video rauskommt, dann hätte ich jetzt nicht drauf geboten, weil ich weiß, dass irgendein Spacken von euch mir diesen scheiß Fisch wegkauft, aber normalerweise sind nicht so viele Leute unterwegs, die jetzt unbedingt so ein seltenes Transmog haben wollen und dementsprechend hoffe ich jetzt mal, dass es mir keiner wegschnappt und dass ich mir jetzt knackige 100k spare, dann kann ich nämlich die in irgendwas anderes investieren, da gibt es ja noch das ein oder andere, was ich brauche. Gut. Damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich zeige nochmal kurz, was mir noch fehlt, was ich mir noch kaufen kann. Vielleicht kann der ein oder andere mal bei sich auf den Server gucken. Also es sind immer noch diese drei Classic-Items, ne? Die ich schon im letzten. Ne, vier sind es noch. Stimmt, ich hab mir ja eins gekauft, ne? Es sind nur noch vier Classic-Items. Ich habe mir im letzten Video eins gekauft. Dann, wie gesagt, hier diese drei Teile aus Antorus, das eine aus Nyalota, die Mythic-Schildhand, sind wir bei 4, 3, 7, Nyalota 8 und dann sind es Außenbereiche, ne, warte mal, Weltbeute hatten wir ja alles, das ist nur noch das Rezept und dann sind es jetzt noch diese drei Fische, beziehungsweise die drei Sachen, die man angeln kann, einmal diese Staubbringer und die zwei anderen Fische, ne, vielleicht guckt ihr mal, wenn irgendwas bei euch drin ist, gebt mir Bescheid oder falls ihr sowas selber habt, wäre auf jeden Fall nice. Das sind die Sachen, die ich mir jetzt nur so kaufen will. Und dann gibt es halt noch, wie gesagt, das ein oder andere. Auch hier jetzt auf Antonidas, das ja nicht mehr im Spiel ist und dementsprechend jetzt bei mir zwar nicht angezeigt wird, aber könnte man sich noch holen, wenn es irgendjemand mal hat. Gut, dann beenden wir das Video an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, drückt mir auf jeden Fall die Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich den Fisch gewinne, ja oder nein. Ja, ich werde euch auf jeden Fall dann in Kenntnis setzen, sobald ich es weiß. Okay, das war's soweit, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.